Also, beginnen tut's damit, dass ich es euch groß mache. Als erstes kommt dieses Bodenteil, kommt hier an das Seitenteil dran. Diese Bodenplatte sorgt für Stabilität, aber auch, dass es steht. Als nächstes kommt dieser Klotz hier dran. Dieser Klotz sorgt dafür, dass die Frontplatte, aber auch der Fahrradschlauch gut befestigt wird. Das alles spackst du natürlich gut fest. Als nächstes wird die Platte hier vorne befestigt. Bevor ihr diese Platte allerdings befestigt, muss hier ein Fahrradschlauch hin. Den tackert ihr hier vorne hin und legt ihn hier einfach rüber. Nachdem ihr den hin habt, dürft ihr die Platte hier vorne hinmachen. Daraufhin folgt der vordere Bremsklotz. Dieser hier, er sorgt dafür, dass wenn der Wurfarm hier nach vorne knallt, dass der Wurfarm rechtzeitig stoppt und dann hier nach vorne den Mohrenkopf schleudert. Als nächstes folgt hier hinten der hintere Bremsklotz. Er sorgt dafür, dass dieser Wurfarm nachher nicht so weit nach hinten kommt. Nun kommt der erste Wurfarm, der Schleuderarm. Hier kommt der Mohrenkopf nachher drauf. Den Fahrradschlauch, den ihr hier rumhängen habt, der wird hier vorne ganz einfach befestigt, ungefähr an dieser Stelle. Und wenn man das nachher nach unten zieht, sorgt es dafür, dass es hochschleudert. Als nächstes kommt der Wurfarm. Hier fliegt nachher der Tennisball dagegen, wenn das hier runtergeklappt wird. Die Befestigung für hinten. Bild. Wenn es hier runtergespannt wird, hier ein Mohrenkopf dagegen fliegt, dann haut es den Mohrenkopf hier weg. Ganz zum Schluss folgt noch die Abschlussplatte, dass das alles natürlich hebt. Oh, jetzt seht ihr, dass ich schlampig gearbeitet habe. Hier, die sollte in der Mitte sein natürlich. Die sorgt vor allem dafür auch, dass es nicht umfliegt und dass der Fahrradschlauch hebt. So, also eine Mohrenkopfschleuder. Die Maße erhaltet ihr auf meiner Homepage. Der Link wird zum Schluss eingeblendet, aber auch steht auch rechts dran. Vielen Dank, viel Spaß beim Nachbauen.